Hallo meine lieben Krebse, schön, dass ihr da seid. Das ist die Jahresprognose für 2024, meine Lieben. Ich habe einiges verändert und zwar geht es darum, ich habe jetzt hier nur für diese Legung diese zwei Tarotkartendecks. Ich hatte eigentlich viel, viel mehr geplant, aber nachdem ich gesehen habe und ein bisschen reflektiert habe, vom vergangenen Jahr und aber auch von den erweiterten Legungen habe ich ganz schnell entschlossen nach den Luftzeichen, dass ich keine erweiterte Legung legen werde und habe mir Folgendes für euch überlegt. Wer gerne mehr wissen möchte, der kann sich gerne bei mir eine persönliche Jahresprognose buchen. Das wird dann so sein, dass ihr ein Blatt bekommt, wie ich jetzt gleich hier legen werde, nur auf eure Energien ausgerichtet. Ich werde dann aber auch mit den Lennemore-Karten in die Tiefe gehen. Ihr bekommt ein Krafttier. Wir haben die Seelenprozesse, die wir mit ins Boot nehmen. Die Engelgruppe Seraphim wird erscheinen und ich werde auch die Fragen, die ihr noch zu den ein oder anderen Themen habt, werde ich euch dann auch noch channeln. Also es ist ein riesen umfangreiches Paket. Zeitlich habe ich es jetzt nicht eingegrenzt oder begrenzt, sondern es ist halt einfach, ich entscheide halt letztendlich selber, wie ich arbeite und ich habe gesagt, um auch euch etwas zurückzugeben, werde ich dann für alle die, die letztendlich eine persönliche Jahresprognose sich buchen, werde ich dann auch entsprechend dann für euch da sein und um euch halt so gut wie möglich zu helfen, die Fragen dann beantworten. So, ne? Also es ist halt etwas anders. Wie geplant, aber wie gesagt, mach dir hier anders. Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mach dir einen Plan. Jetzt habe ich es. Es fällt mir leichter zu sprechen, wenn ich schnell reden kann. Ihr wisst es, ich bin ja Zwillinge und wenn ich dann langsamer rede, dann... das ist nicht mein Ding, Leute. Ganz ehrlich. Aber egal, manchmal muss man auch über sich selber lachen. So, supi. Also meine Lieben, was soll ich sagen? Nicht, dass euch wundert, dass die Luftzeichen Erweiterungen haben und ihr nicht. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich hier stundenlang hinsetze und für euch die Erweiterung abdrehe und keiner hat 10 Euro, um sich die anzugucken als Ausgleich, wo ihr euch alle anderen Erweiterungen angucken könnt. Wenn ihr das nicht wollt, dann brauche ich es auch nicht legen. Ne? Also das ist somit der Hauptgrund gewesen. Genau, und wie gesagt, für die erweiterten Legungen mich hier hinzusetzen, ja gut. Also ich habe ja noch andere Sachen zu tun, so ist es ja nicht. Und wenn es von euch nicht gewollt ist, dann unterlasse ich das natürlich. So. Wir fangen im Januar an. Ich werde hier zwei Reihen legen. Erste Halbjahr, zweite Halbjahr, meine Lieben. Und werde dann mit dem zweiten Tarot entsprechend klären, ihr Süßen. Und was gibt's noch? Ja, es sind kollektive Legungen. Denkt bitte immer daran. Und was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, dass da nicht jeder mit resonieren kann. Und dafür hast du dann Mond, Venus, Aszendentzeichen. Oder, wie gesagt, die Möglichkeit, dir eine persönliche Legung zu buchen, geht auch. Ne? Und wo ihr natürlich viel, viel mehr dann an Informationen bekommt von mir, ist ja klar, wo ich mir dann auch die Zeit für euch nehme. So, meine Lieben, ich würde sagen, das Jahr liegt vor euch. Wortspiel, das ist ja hier heute schon wieder lustig bei euch. Wir schauen mal, was die Hauptenergie bei euch ist. Oh. Es gibt etwas in eurem Feld, meine Lieben. Wir haben drei der Schwerter, was euch nicht gefällt. Ja, vielleicht habt ihr Herzschmerz in Bezug auf eine Beziehung, eine Situation. Es muss nicht immer nur die Liebe sein. Ja, schreckt euch jetzt hier oder lasst euch nicht davon abschrecken. Es kann natürlich die Liebe sein, muss es aber nicht. Vielleicht hast du auch noch was aus 23 zu verarbeiten, ne? Was jetzt einfach in 24 auch nochmal wirkt. So, kann ja auch sein. Ne? So, wir fangen mal an. Ja, schaut mal, im Januar. Im Januar haben einige einen Neustart in der Liebe. Das heißt, entweder eine zweite Chance oder einen kompletten Neustart, wo du, sie sagen, eventuell einige in eurem Feld hier die Altlasten mit dem neuen Partner verarbeiten könnten. Ja, Leute, ihr seid inkarniert, um hier zu arbeiten, ne? Also um hier eure Seelenerfahrung zu machen. Und wenn es das ist, dass ihr Altlasten verarbeiten sollt, dann bitteschön. So, gucken wir mal. Ass der Kelche, um was geht's denn hier? Ja,
Ja, ist doch super. Neue Ziele, neue Wege. Also ich denke mal, mit 6 der Schwerter wirst du hier in ein neues Ziel schippern. Ich könnte mir vorstellen, dass 23 hier eine Beziehung beendet worden ist, dass du auch noch aus 23 Altlasten hast, lieber Krebs. Ja, das haben wir alle, das ist nichts Schlimmes, aber da kommt schon das Donnerwetter. Aber nichtsdestotrotz, meine Lieben, haben wir hier einen Neuanfang, neue Ziele, die du gehst, einen neuen Weg, den du gehst mit einer neuen Person. Ja, es kann auch sein, dass es eine alte ist. Wenn du mit dieser Person schon mal zusammen warst und du willst hier eine zweite Chance haben und du hast hier einen gewissen Prozess noch nicht verarbeitet, ja, dann kann es auch sein, dass du nochmal mit dem zusammenkommst. Es liegt ja auch immer daran, ob ihr das möchtet, meine Lieben. Ihr müsst es nicht, ihr könnt es. Denkt immer daran, ihr seid Menschen, ihr habt einen freien Willen. Ich sage immer, wenn erstmal der Bruch drinne ist, ja, dann ist es ganz, ganz schwierig, dann, wenn nicht beide an diesem Weg arbeiten, ist es ganz, ganz schwierig, dann über diese Mauer zu klettern, diesen Weg weiterzugehen. Ne? Denkt immer daran, ihr habt immer einen freien Willen, ihr wie auch euer Gegenüber. Ne? Ganz wichtig. So, ja, ihr werdet einen alten Zustand verlassen. Ich sag ja, ihr werdet hier neue Wege gehen in Bezug auf eine Familie, in Bezug auf eine Liebe, in Bezug auf eine Situation. Es hat etwas mit Kreativität zu tun. Ich sag mal, der Page, da sehe ich dich immer drin. Es gibt ja auch die sagen, ja, da ist ein anderer Mensch. Ja, ist klar. Kann auch, je nachdem, wie man das deutet, kann es jemand sein, der auf dich zukommt. Aber guck mal, dann kommt ihr euch hinterhergerannt. Ihr verlasst hier einen Zustand. Ja, zum Beispiel, ihr hattet noch aus 23 eine Altlast. Da war ein Thema und ihr habt die Sache beenden müssen. So, dann kommt ab Januar was Neues auf euch zu. So, und dann kriegt der Alte das mit, wie ihr ihn verlasst und kommt euch hinterhergerannt. Ne, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Ich sehe das mal ganz anders. Ich sehe das so und so kriege ich es auch rein, dass ihr ja etwas Neues beginnt und etwas Altes dann entsprechend abschließt. Das kann, wie gesagt, die Liebe sein. Es muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel eine alte Arbeit, die du mal hattest, verlässt und weitergehst. Oder zum Beispiel dir ein zweites Standbein aufbaust. Weil wir haben den Pagen der Kelche. Und der Page der Kelche steht auch für jemand, der sehr jung, charismatisch dahingehend ist, also nicht feurig wie bei dem Pagen der Stäbe, sondern der Kelch steht auch für die Kreativität. Also das ist, dass du jemand bist, der von einem Thema noch nicht so die Ahnung hat, das alte Feld verlässt, um neue Wege zu begehen, aber du willst irgendwas mit Kreativität machen. Vielleicht willst du anfangen zu malen, vielleicht willst du dir eine Selbstständigkeit aufbauen, zweites Standbein oder. Das kann es sein, ja. Und ja, für einige kann es auch sein, dass der Ex hinterher gerannt kommt. Naja gut, der kann ja rennen, ne? Also wenn man sich zu etwas Neues entschlossen hat, dann sollte man das auch durchziehen. Ja, du gehst weiter, definitiv ritterlich reitest du durch die Prärie und machst es aber sehr langsam. Also du hast immer noch aufgrund der 3 der Schwerter, bist du ehrlich gesagt auch nicht so flott unterwegs, sondern du gehst in deinem Tempo halt einfach. Du, das ist wie als wenn du neue Wege gehst, die du langsam gehst, ja, mit Kreativität, mit Einfallsreichtum, Ideenreichtum, einen Zustand zu verlassen und dann diese neuen Wege, die man noch nicht kennt, muss man ja auch erstmal langsam gehen. Es hat hier aber auch was zu tun mit Gesprächen von Herz zu Herz. Es könnte sein, dass du auch hier in der Liebe, bedingt auf die Liebe gemünzt, dass du hier zwar einen Neuanfang machst, neue Ziele hast und neue Wege verfolgst, aber die Gespräche eher langsam und schleppend kommen, weil du einfach noch ganz, ganz vorsichtig bist. Ja, weil du sagst, ich hatte mein Herz erst geöffnet, es wurde mir gebrochen und ich möchte einfach mich nicht ganz verschließen, aber ich kann halt nicht schnell. Ne? Ich muss für mich sehen, dass ich mein eigenes Tempo bekomme. Wir haben hier im April haben wir hier einen Mangel. Entweder haben wir hier wirklich Rechnungen, die hier ins Haus flattern, oder du hast so ein bisschen über deine Verhältnisse gelebt, oder du hast Schulden von deiner Ex-Beziehung. Also irgendwie haben wir hier eine Mangelsituation. Ich sehe aber auch, lasst mich mal gucken, ja, dass ihr hier für diesen Zustand Unterstützung und Hilfe bekommt. Ja, es ist auch so ein Stück weit, möchte ich mal sagen, die Nostalgiekarte. Also sich selber auch zu erinnern, wie war es denn früher gewesen, bevor ich in diesem Mangel war? Auch hier nochmal, sie sagen gerade, überprüfe bitte dein Gedankengut.
Ne? Das ist genauso wie viele Angst haben vor Merkur rückläufig, weil sie sagen, oh mein Gott, ja, wenn du das schon wartest, dass was passiert, wird auch was passieren. Ne? Wenn du sagst, ja, es war Merkur rückläufig, aber schön, dann ist es so. Ja, und du dann ganz entspannt und gechillt dein Leben lebst, dann ist es halt so. Je nachdem, was du denkst, siehst du an. Hier bitte auf die Gedanken achten und dich aus einem Mangeldenken, bevor es schon beginnt, du weißt es jetzt im Vorfeld, dass im Januar, Februar, März, April, Pi mal Daumen, ungefähr plus minus Zeitfrequenz, denk dran, Zeit ist fließend, aber dass es im ersten halben Jahr zu einem Mangeldenken kommen kann, ja, wo du dich jetzt schon darauf vorbereiten kannst, um, wenn du diese niedrig schwingenden Gefühle bekommst, dass du dich dann erdest, reinigst und einfach immer wieder neu ausrichtest, zum höchsten Wohle positiv. Genau, der Mai. Der Mai ist stagnierend. Da guckst du dir eine Situation aus einer anderen Perspektive an. Und zwar hat das was zu tun mit dem Herzschmerz, den du erlebt hast. Ja, also du bist in der Aufarbeitung im ersten halben Jahr. Das ist ganz spannend. Ich denke, du wirst hier jemanden kennenlernen, der dir hilft bei der Aufarbeitung der Altlasten, um damit du hier wieder Vertrauen in die Menschheit lernst. In eine Partnerschaft, in eine Liebe. Da wirst du in die Heilung gehen, lieber Krebs. Wow. Und ja, das kann auch der Krebs sein. Ich habe einige bei YouTube auf dem kollektiven Kanal hier, die sagen, boah, pack mich an eure Füße, nicht mit einem Krebs. Wobei ich ehrlich gesagt Krebse sehr liebevoll finde. Also sie können sowieso sein. Aber ich denke, hier hast du es mit einem Ego zu tun. Aber ganz gewiss mit einem Ego. Ja, also da musst du mal reinschauen. Wir gucken uns jetzt nochmal an, um was es hier geht. Vier der Kelche. Ja, du bekommst hier Unterstützung, aber du wirst hier ganz schön an dir selber arbeiten dürfen im Juni, ja? Also da geht's wirklich zur Sache. Da bitte so ein bisschen gucken, dass du, wie sagt man, so ein Ego-Punkt-Punkt-Punkt nicht wirst, ja? Also da bitte ein bisschen auf deine, auf dein Mindset achten, ne? Auf dein Selbst. Könnte auch sein, dass du sagst, so, ich ist mir egal, jetzt bin ich erstmal wichtig. Das kann es auch sein. Ja, dass du sagst, ich habe jetzt einfach, auch wenn ich jetzt jemand Neues kennengelernt habe, aber ich habe halt einfach meine Prinzipien und ich möchte nicht mehr weichen und ich möchte nicht mehr gewisse Dinge verändern oder ich möchte jetzt einfach mal mich trotzdem als wichtigste Person im Leben sehen, auch in einer Beziehung, entweder passt es oder es passt nicht. Na, so eine Energie ist das hier gerade. Heilung, Aufarbeitung, aber auch du achtest dann natürlich in dem Moment auch auf dich selber, auch wenn dein Umfeld sagt, boah, mach mir die Pinzette, ja, alles klar. Ja, da muss man dir halt einfach ein bisschen Raum und Zeit geben, dass du auch die Möglichkeit hast, über gewisse Dinge oder Themen nachzudenken. Ja, Leute, auch das ist eine Möglichkeit. So, was haben wir denn? Ja, das ist so typisch Krebs. Wir haben hier schon im Juli haben wir das siegreiche Vorangehen. Du bist sehr erfolgreich im Sommer. Du erfüllst dir deine Ziele, Wünsche, Träume. Das ist super. Da, also der Juli ist gebonkt, ja. Also das erste halbe Jahr ist Heilung, Selbstreflexion, Aufarbeitung, Beziehung, mit der du die Themen aufarbeitest. Also im Juli geht es so los, dass du erfolgreich unterwegs bist, dass du dir deine Ziele, Wünsche, Träume erfüllst. Der August, da wirst du für irgendwas brennen. Irgendwas Neues kommt da in dein Feld, wo du noch relativ unerfahren bist. Es hat was mit Freude, Feiern, Kommunikation zu tun. Eventuell probierst du dich da auch mit mehreren Partnern aus. Das ist auch nicht auszuschließen. Ja, so nach dem Motto, vielleicht kommst du da auch um die Ecke und sagst, du Schatz, wie sieht's denn aus? Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, lass uns mal was probieren. Da gehe ich nicht näher drauf ein, das müsst ihr bitte, weil das ist dann hier nicht so frei für die Öffentlichkeit. Da müsst ihr sehen, wie ihr in diesem Bereich miteinander klarkommt. Vielleicht lernst du auch eine komplett neue Community kennen und sagst, boah, das sind tolle Leute, weil ich erfolgreich bin, komme ich in eine andere Frequenz von Energien mit vielen Menschen, die viel leichter sind, viel mehr feiern, die einfach fröhlicher sind, die das Leben leichter nehmen, weil sie ein anderes Mindset haben. Du wirst auf jeden Fall im Bereich der Spiritualität, des Wissens, wirst du sehr weise werden. Du gehst intuitiv, gehst du deinen Weg, es geht voran, wir haben den Wagen Metatron, du wirst gelenkt, geleitet, du sagst, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann werde ich es nicht tun, wenn es sich gut anfühlt, dann werde ich investieren und werde einfach diesen Weg gehen und werde mich probieren, in Leichtigkeit hier
meine neuen Ziele zu erreichen, die ich hier gesetzt habe. Also ich sag mal so, der Juli, August und September sehen schon sehr, sehr gut aus. Ja, der Oktober, wow, da strahlst du sehr männlich, charismatisch. Du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, du bist da sehr feurig unterwegs. Ja, die Feuerenergie, die ist ganz, ganz präsent. Dein Charisma, du siehst sehr gut aus, du strahlst auch wie die Sonne. Du wirst gelenkgeleitet, geführt von oben. Du hast gewisse Prozesse, die schicksalshaft sind. Wir haben Judgment. Entweder triffst du eine Entscheidung oder man trifft für dich die Entscheidung. Also deinen spirituellen Weg wirst du gehen, definitiv. Und du bist auch, wenn du ihn so gehst, bist du auch definitiv, wie soll ich sagen, manchmal schließen sich Türen, wo du nicht gedacht hast, dass die sich schließen. Und dann auf einmal kommt dann wieder eine Tür, die sich öffnet, wo du nicht mal gesehen hast, dass es da eine Türklinke gibt. Also du wirst hier wirklich... Du schlitterst sozusagen durch die zweite Jahreshälfte durch. Du bist super unterwegs, du machst, du tust, du machst Lernerfahrung. Das ist komplett anders wie das erste halbe Jahr. Ja, also das zweite Halbjahr ist wirklich investieren, nach vorne gehen, sich weiterentwickeln, konstruktive neue Wege gehen. Guckt mal. Und hier habt ihr im November eine super tolle Chance, einen sehr schnellen Neuanfang. Wo du auch in deinem Element, wir haben hier Skorpionenergie, aber es ist Kelchenergie, wo du hier in die Tiefe gehst und überlegst, mache ich das nicht? Ja, gehe ich diese neuen Wege, nehme ich diese Chance an? Es ist unfassbar. Wir haben hier Feuer, 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 Feuer. Also du bist hier richtig dynamisch unterwegs und du hast auch ein Stück weit aus der Vergangenheit, dem ersten halben Jahr hier, hast du wirklich gelernt und sagst so, ich nehme jetzt das Beste mit. Danke für diese Message aus 23. Danke für diese Heilung in 24 und jetzt bin ich im zweiten Halbjahr so weit, dass ich wirklich mir ein Fundament aufbauen kann. Vielleicht hilft dir auch jemand dabei, dann hast du es hier mit einem Vater zu tun, der dich vielleicht unterstützt und der sagt, ey Junge, pass auf hier oder Mädel, mach mal lieber so oder so. Ja, also du wirst hier die Hilfe und Unterstützung bekommen, aber auch Tempo reduziert. Du wirst hier kein Risiko in dem Sinne eingehen, sondern lieber Krebs, du wirst hier wirklich sehr entspannt und gelassen das Jahr ausklingen lassen, aber du bist richtig gut unterwegs. Und du hast hier im ersten Halbjahr auf jeden Fall an den Blockaden zu arbeiten. Du selber bist auch blockiert. Wenn es hier etwas gibt in Herzensangelegenheiten, dann bist du mit 8 der Schwerter blockiert und das ist durch den Herzschmerz. Das erledigst du aber im ersten halben Jahr. Also du machst Heilung im ersten halben Jahr, ja, mit jemanden kennenlernen oder mit dem nochmal zusammenkommen, um in den Heilungsprozess zu gehen. Der Juli wird der schönste Monat sein, weil du dir da deine Wünsche, Ziele, Träume erfüllst und du wirst einfach wieder mehr feiern, mehr fröhlich sein. Du wirst, wie gesagt, in dich investieren und du wirst deinen Weg gehen. Also, lieber Krebs, man braucht sich um dich keine Sorgen zu machen. Diese Prozesse, die Herzschmerz bereiten, wie hier oben aus 23, die in die Heilung gehen in 24, die müssen sein, um damit du dann deine neuen Prozesse in der zweiten Jahreshälfte leben kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Danke für dein Abo, deine Likes, deine Kommentare. Wenn du meine Hilfe brauchst, melde dich gerne. Ich bin gerne für alle da. Ja, denk an die Jahresprognose. Eine super tolle Chance, ein tolles Angebot. Und ansonsten rutsche gut rein und schön, dass du da warst und ich freue mich, wenn du mich in 24 wieder begleiten möchtest. Alles Liebe, mach's gut, tschüss.